Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge mit unserer lieben Lara. Vogel. Das sind alles Erfahrungspunkte. Ich habe das Gefühl, wir werden das brauchen. Wir wollten einen Gesang kontrollieren und die Tür ist auf. Die Tür ist auf, die vorhin noch zu war. Hallo? Ist jemand hier? Nichts Interessantes hier. War so klar. Runtersteigen. Oh, wenn das so einfach ginge. Einfach fürs Treppe runtersteigen oder Leiter runtersteigen. Einfach mal so schlauer werden. Runter. Das Gesicht von der Lara, ne? Voll hübsch. Voll hübsch animiert. Was sind das für Zeichen? Hä? Wo? Achso. Okay, nichts Besonderes. Was mache ich bloß? Hier hat wohl jemand die Tage gezählt. Viele Tage. Oder Wochen. Oh Gott. Das ist verrückt. Keiner entkommt, glaube ich. Na nun? Diese traditionelle Nomaske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Mehr erzählst du nicht dazu? Halt rechte Maustaste gedrückt und die Kamera. Hä? Wieso war ich denn jetzt raus? Im Inneren befinden sich Spuren von weißer Farbe. Wer immer die Maske benutzte, war von adeliger Abstammung. Okay. Also wir können noch Gegenstände untersuchen und dann noch Sachen rausfinden. Interessant. Und ich sehe gerade. Ich kann mit der Maus raus, deshalb ist er nicht begrenzt. Okay. Gut. Ach, eine Reliquie. Küstenwald. Was haben wir? Okay, alles klar. Ich weiß nicht, ob ich das alles im Let's Play dann finde, sag ich mal. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Wir kommen nicht raus. Obwohl wir es eigentlich könnten. Ach, das ist eine Schallplatte, die da ist. Okay. Ich brauche was zum Aufstemmen. Drücke mehrmals um zum Aufstemmen. Ich brauche was zum Aufstemmen. Okay.
Okay, ich brauche was zum Aufstemmen. Da ist doch was. Ah ne, ist ein Brett. Ah, hier ist doch eine Dings. Hier. Ist doch eine Eisenstange. Die würde sowas von ausreichen, ne? Ist hier vielleicht noch irgendwo was? Nein. Ich mach das immer, um zwischendurch irgendwas vielleicht zu finden. Nee. Ich würde sagen, also mit Maus und Tastatur geht's eigentlich. Aber ich finde halt trotzdem nichts, ne? Hier ist doch noch eine Eisenstange. Ah, hier ist doch. Oh, nee, scheiße. Ich brauche was zum Aufstemmen. Ja, ja. Weißt du, hier liegt eine Eisenstange. Ah. Halt. Boah, ich... Alter. Okay, ich muss echt die Augen offen halten. Hübscher Sonntagssteak. Stemmaxt erhalten. Okay. Okay. Ja, komm schon. Noch ein Loch gewesen. Ah. Wo kommen wir da hin? Ich finde die Haare so geil, ne? Jedes einzelne Haar ist animiert. Ich liebe Nvidia GeForce. Sind das unsere Leute? Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay, er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen?
Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steig ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten, von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Das muss so scheiße weh zu. Oh oh, wo? Ich kann mich nicht bewegen. Nein! Oh! Mein kleiner Vogel. Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Rob? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Roth, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe nein, mit dir. Nein, ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Roth. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Der Typ, der hat doch Angst, Alter. Der will gar nicht mit. Du bist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Ich traue dem Typen nicht. Nicht so schlimm. Neues Lager entdeckt, Waldruinen. Glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer. Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit.
Die Insel verschwand plötzlich. Es ist Sams Geschichte über die Sonnenkönigin und Yamatai. So hat sie sich das bestimmt nicht vorgestellt. Nein, das glaube ich auch nicht. Oh je, so viele Dokumente noch gefunden, ne? Und nicht gefunden. Okay. So. Okay, es kann nicht brennen. Wir brauchen nichts, um Fackel zu entzünden. Sehr schön. Na. Um zu bergen. Sehr schön, Bergungsgut. Ja, jetzt können wir die Sachen bergen. Mit unserer komischen Bergungsaxt da. Hier kamen wir. Ach. Komm, 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 komm. Ja, was denn? Die Axt ist nicht stabil genug. Toll. Brauchen wir noch was anderes? Lara! Hier oben, ich hab was gefunden! Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf. Da ist ein großes Tor. Ich wollte doch eigentlich ein bisschen erkunden zuerst. Moin. Ja, ich brauche wenigstens ein bisschen Erfahrungspunkte, wenn ich nicht schon alles hier sammle. Ah, zack, wunderbar. Wenn ich schon nicht alles aufsammle und erkunden kann, weil das sonst wahrscheinlich das Let's Play einfach... Ups. Weil sonst das Let's Play wahrscheinlich einfach sprengen würde. Ah, hier ist noch was. Guck mal. Ist das Werkzeug? So viel zum Thema, würde das Let's Play springen, das erkunden, ne? Jetzt bin ich doch am Erkunden. Und so die Pfeile. Oh, ein Klemm. Ah ne, das ist der Marker. Okay. Lara hat eine Vertrauenskrise, also werde ich für sie gute Laune simulieren. Aber etwas an dieser Expedition macht mich nervös. Je näher wir dem Drachendreieck kommen, desto übler wird mir. Mit Vorfreude hat das nichts zu tun. Was zum Teufel ist nur los mit mir? Ich sollte aufgeregt sein. Das wird ein völlig irrer Trip. Ich muss nur dieses Gefühl loswerden. Vielleicht kann ich Lara zu einer kleinen Pause und einem Drink überreden. Okay. Sie war ein bisschen beunruhigt. Hatte sie eine Vorahnung bezüglich der Expedition? Ist sie vielleicht wirklich verwandt? Ich finde das übrigens voll gut, ne? Was? Ausweichmanöver? Nee, brauche ich nicht. Nein. Mist. Aua, Mist. Boah, Schwein gehabt. Ich hätte mich vor den Wölfen warnen können, Doktor. Vielleicht hat er es auch mit Absicht nicht getan. Durch Kopfbewegungen drücken japanische No-Schauspieler trotz der starren Maske verschiedene Emotionen aus.
Ach, schon gruselig, diese komischen Masken, ne? Diese Festmasken. 2 von 3 No-Masken gefunden. Okay, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich werde das auf jeden Fall nochmal durchspielen müssen, um alles zu finden. Ich will das Spiel auf 100% haben. Da ist noch was zum Bergen. Danke. Ich glaube, wir können nachher noch Sachen craften oder so. Da liegt noch was. Hä? Was habe ich denn jetzt gefunden? Achso. Da ist auch noch was. Nehmen wir alles mit, wir werden alles brauchen. Kann ich mir vorstellen. Da ist noch was zum Bergen. Das ist gut. Müssen wir... Da ist noch was zum Bergen. Da ist ein... 6 von 10 Totem zerstört. Sehr schön. Wo ist er? Mist, daneben. Ups. Ein Pfeil verschwendet, so ein Mist. Alles frei, Lara, komm rauf! Ach nee, jetzt ist alles frei, ist mir klar. Wo ist denn der andere Wolf? Weg. Noch ein Schrein. Wen beten die wohl an? Nein. Ah, ich will immer mit F was aufnehmen. Das ist so gewohnt. Noch dahin. Also gehe ich auch erst hier rauf und gucke das an, weil das ist wirklich interessant. Das will ich nicht einfach so... Okay, hier können wir wieder was abfackeln. Normalerweise müssten wir doch mit der Fackel Wölfe vertreiben können. Okay, da komme ich nicht weiter. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Hihihi, es tut mir leid. Oh, wir haben... Ich glaube, wir haben einen Erfahrungspunkt bekommen. Nee, Wolfi, alles gut. Die haben Wölfe, die tun mir eigentlich voll leid. Brutales Spiel. Gefällt mir überhaupt nicht. Tadadun. Ach, guck mal. Das ist mir gerade so aufgefallen. Sorry, aber ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, also muss ich's holen.
Wenn ich es nicht gesehen hätte, wäre das was anderes. So. 3 von 5 Geocaches. Es tut mir leid, aber ich habe es gesehen. Ich hab's gesehen, es tut mir leid. Ich hab's aber gesehen. Was ich sehe, lasse ich nicht liegen. So. Ob wir hier durchkommen? Weil das sieht mir so aus, als ob man das verbrennen kann hier, diese. Aua, aua! Ich glaube, das können wir verbrennen. Das hat mich jetzt extrem darin bestärkt, dass man das abfackeln kann, irgendwie die Dornhecke. Warte mal. Neues Lager entdeckt, Tor. Ja, ja. Bin gleich da. Muss erst gucken. Es tut mir so leid, ich... Jetzt gucke ich. Oh, habe ich mich erschrocken. Ach so, das ist. Boah, ey. Ernsthaft, jetzt muss ich rumlaufen? Ernsthaft? Ich will jetzt wirklich gucken, ob ich diese Dornenhecke abfackeln kann. Das will ich gucken und dann geht's sofort weiter. Versprochen. Ich damit angreifen? Oh, jetzt habe ich die weg. Wisst ihr was? Jetzt leckt mir am Arsch. Das ist schon wieder so eine Kiste, die ich nicht aufmachen kann. Wieso probiere ich das? Wenn ich doch weiß. So, mal kurz aktivieren. Und ein Fähigkeitspunkt. Fähigkeitspunkt. So. Können wir hier was machen? Was ist denn hier? Mehr Zeit zum Zielen. Setzen die Beutel und Taschen effektiv ein, können mehr transportieren. Gehen wir mal lieber auf Überleben erstmal noch, hä? Meistern Sie 6 weitere Stufen, um über noch was da zu machen. Okay. Lernen Sie Tierkadaver, um weiteres zusätzliches Berg zu finden. Durchsuchen Sie Kisten, um mehr Bergungsgut zu finden. Sammeln Sie zusätzliche Belegungen beim Plündern von Tierkadavern. Haben Sie Augen offen. Was heißt das jetzt? Ich glaube, ich sehe dann Tiere, hä? Ja, alles klar. Das lassen wir erstmal. Um zusätzliche Erfahrungspunkte zu... Auf jeden Fall. Da wir sowieso Tiere killen müssen, können, sollen... Sehe ich das als meine oberste Pflicht an? Hey. Die sind fasziniert.
Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Der ist aber sehr... Der ist aber sehr, ja, der ist sehr, Sonnendarstellung. Was soll ich das sagen? Ein Anbeter der Sonne. Sehr naiv, weißt du? So ein bisschen, habe ich das Gefühl. Schatz, bitte, denk nach, bevor du die Papiere einreichst. Ich habe mein letztes Geld in diese Expedition gesteckt, aber ich werde das Zehnfache rausholen. Wenn du dich jetzt scheiden lässt, siehst du davon keinen Cent. Du bist bei mir, seit ich noch ein Niemand war. Du weißt, wie viel ich erreichen kann. Und das kann ich immer noch. Ich bin nur gerade an einem Tiefpunkt, verstehst du? Ich bin hier an etwas dran. Lara, erinnerst du dich? Mein junger Schützling. Sie hat Daten, die ihre Theorien stützen, aber ihr fehlt meine Intelligenz. Die Entdeckung wird meinen Namen tragen. Und es wird mein Gesicht vor den Kameras sein. Wenn alles klappt, wird das ein Riesending. Wenn du mich dann verlassen willst, werde ich zustimmen, versprochen. Aber bitte, warte noch. Jetzt würde diese Schlagzeile meinem Image zu sehr schaden. Bitte. Okay, alles klar. So ungefähr habe ich den noch eingeschätzt. Der ist hier einer Sensation auf der Spur. Und will dadurch einfach alles zum Guten wenden. Vielleicht. Hier hin? Verwenden Sie gesammeltes Bergungsgut, um Ihre Ausrüstung und Waffen im Ausrüstungsmenü zu verbessern. Okay. Stemmaxt. Verstärkt die Stemmaxt, sodass sie zum Bedienen der Kurbel tauglich ist. Von Kurbeln tauglich ist. Okay. Also es wird eine... Hallo? Ich will das... So. Verstärken. Aber... Also diese Axt wird uns noch häufiger begleiten. Was ist das für ein Haken? Können wir noch was ausrüsten? Nee. Okay, nein, können wir nicht. Gut. Alles klar? Soll's losgehen? Kann losgehen, Doktor. Ja, kleinen Moment. Kleinen Moment. Ist sie vielleicht jetzt auch stark genug hierfür? Ja! Sehr schön. Wir haben 50 Dinger gekriegt. Okay, wir müssen gleich... Sorry. Sorry, es tut mir leid. Dafür wird die Folge auch eine Dreiviertelstunde, ja, also. Haut ab! Ich will das nicht, aber ihr greift mich an. Oh ja, wir kriegen schöne Erfahrungspunkte, das ist gut. Oh, wir haben... Ich habe gerade irgendeine Errungenschaft freigeschaltet. Wo ich gerade nicht drauf geachtet habe. Ich habe das gerade im Augenwinkel gesehen. Ich habe so einen großen Bildschirm. Das will ich haben. Komm schon, komm schon! Oh!
Irgendwas sehe ich halt unten rechts, ne? Aber... Kleinen Moment. Ich muss mal gerade was... Vollbild ist klar. Was heißt exklusives Vollbild? Was heißt das? Ach so. Kannst du die Hertz einstellen? Okay, alles klar. Bildformat. 16:9. So wie sich gehört. So. Hä? Ach, das war noch ein Wolf, den wir vergessen haben. Ah, das war bestimmt der andere, den ich nicht mehr gefunden habe. Gut. Sprinten kann ich ja nicht, ne? Sorry, ich muss noch mal gucken. Bewegung. Nein. Moment. Okay, nein. Gut. Hat's erledigt. Ich wollte nur was gucken. So, komm. Diese Frauenabbildung auf dem Tor. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Ja, und ich glaube, der Herr Professor hier, der würde auch über die eine oder andere Leiche gehen. Nur um seine Reputation wieder ins Lot zu bringen. Unglaublich. Es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie Versteh? Da? Nein! Ich kläre das! Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Пошла! Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Тихо! Лара! Нужно сбухать, мочи! Тут им nichts! Bitte! Тихо! Я сказал! А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру! Окружить их! Окружить! Только попробуй рыпнуться. Мочите их! Ну, die sind doch nicht so geil drauf, hä? Und jetzt? Gehen sind der hüfthohen Objekten in Deckung. Hey, bring die Ganz ruhig bleiben. Bin schon dabei. Wie sieht's aus? Ich bin hier, sie ist weg. Versuch
weiter! Da, vor mir schon! Oh Gott! Hey, einer sitzt in der Falle! Oh Gott! Diese Gruppe hat's echt in sich. Die meisten werden wir töten müssen. Schade, der Schiff. Hey, da sind sie viel! Haltet Ausschau nach hier! Ja, okay! Leise. Was siehst du? Nichts. Kannst du dich mal umdrehen, bitte? Че, думаешь, спрячешься, кукла? От меня не уйдешь. Эй, ты! О, нет. Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех Für F, um dich zu verteidigen. Okay. Ups. Ja gut, das... Hey, ah, stand gar nicht da, Alter. Das war unfair. Das konnte ich gerade überhaupt nicht deuten. Ach, zur rechten Zeit. Ah, okay, alles klar. Ah, Alter. Genau, in die Eier geschossen. Komm. Alter, voll durch den Kiefer geschossen. Die ist leer. Halbautomatische Pistole. Neue Ausrüstung erhalten. Hä? Die ist aber leer. Ich kann damit nichts anfangen. So. Okay. So. Toll, ich hab nicht mal Pfeile. Ist hier. Okay, da kann ich nicht rein. Ist hier nicht irgendwo Pfeile? Da! Ich sehe sie! Nein! Oh, scheiße. Alter, die zwei Pfeile. Ja, scheiße. Ja, tut mir leid, Mensch. Gut, wir müssen also geradeaus. Tut mir leid. Scheiße, ich hätte sie platt machen können. Kopfschuss, sehr schön. Kopfschüsse kann ich. Plünder, indem du E drückst.
Munition. 3 Pfeile. Okay. Gut, jetzt sind wir irgendwo schon mal wenigstens... Lauf, 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 wir müssen erstmal weg hier. Ah, guck mal, aufmachen. Ich höre gar nichts. Was meinst du? Wahrscheinlich. Weiter. Danke. Hey. Hey, sind du unten? Geräuschloser Kill. Benutzen Sie den Bogen, um lautlos Gegner zu. Ja, ja, ist klar. Kopfschuss, sehr schön. Gibt zusätzliche Erfahrungspunkte, das ist sehr gut. Komm, geh mal her. Ich will haben. Achso, ich bin voll. Obwohl, warte mal. Ah, okay, wir haben 50. Ah, okay, gut. Alles klar. Bin sowieso lieber so dieser Stealth-Typ. Und hopp! Alles gut. Die sind nur müde. Verstärkung! Was? Aua, ah, Mist. Boah, der Drecksack. Hast du das gesehen? Rendezvous auf dem Berg. Begeben Sie sich weiter den Berg hinauf und stoßen Sie zu Roth. Okay, alles klar. Machen wir. Feuer aufsammeln. Moment, muss mal gerade was machen. So, jetzt geht's weiter. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Oh Gott.